Okay. Nach diesem super aggressiven Brief entschied ich mich doch, dem Rat der Polizei zu folgen. Ich überzeugte meine Freundin davon, dass wir, anstatt bei mir, auch einfach bei ihr wohnen könnten. Sie war damit einverstanden. Ich war dankbar dafür, dass sie momentan Besuch von einigen Familienmitgliedern hatte. Das machte das Ganze noch entspannter. Ihre Großmutter, ihre Mutter und ihre kleine Schwester hatten sie alle für einen Weihnachtsausflug besucht. Ich denke, ihr wisst, was dann passierte. Genau. Raymond Critchley hat mich gefunden. An dem Tag, an dem ich bei meiner Freundin einzog, kontaktierte mich die Polizei mit ein paar beunruhigenden Informationen. Im Grunde hatten sie keine Ahnung, wer Raymond Critchley ist oder wo er ist. Sie wissen, dass er der vorige Hausbesitzer war und dass er das Haus an meine Vermieterin verkauft hat. Aber darüber hinaus existieren keine Informationen über ihn. Keine Steuererklärung, nichts. Er und meine Vermieterin waren sich schnell einig über das Haus. Es gab keinerlei Komplikationen. Er hat keine Familie, keine Freunde und scheinbar auch kein Zuhause. Sie versuchen ihn weiterhin ausfindig zu machen, aber hielten es für notwendig, mir mitzuteilen, dass er immer noch da draußen ist. Und wie ihr sicherlich schon erwartet habt, kam 2 Tage später der nächste Brief. Zum Haus meiner Freundin. Ihre Schwester fand ihn im Briefkasten. Zum Glück hat sie ihn nicht geöffnet, aber sie wusste Bescheid über meine Situation mit Raymond. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte eine Panikattacke, als ich den Brief las. Wie zur Hölle konnte er mich finden? Außerdem bin ich doch gar nicht mehr in seinem Haus. Wenn er es zurückhaben will, dann soll er verdammt nochmal wieder einziehen. Ich bezahle ihm sogar die Miete. Ich würde alles dafür tun, damit er mich in Ruhe lässt. Ich wendete mich erneut an die Polizei und sie empfahlen mir, aus der Stadt wegzuziehen. Ich sagte ihnen, dass er mich gefunden hatte, ohne wissen zu können, dass ich ausgezogen bin. Also was würde ihn davon abhalten, mir auch in eine andere Stadt zu folgen? Manche von euch haben in den Kommentaren geschrieben, meine Freundin könnte Raymond sein. Nun, die Polizei dachte dasselbe. Sie haben sie befragt, aber sie beharrte darauf, nichts mit den Briefen zu tun zu haben. Als sie die Briefe dann auf Fingerabdrücke untersuchten, fanden sie nichts. Außerdem wurden die Briefe von einigen Spezialisten untersucht. Manche von ihnen waren Graphologen, was, wie ihr vielleicht wisst, eine Pseudowissenschaft ist. Ich kann nicht sagen, dass ich ihnen zu 100% vertraue, aber sie sind sich ziemlich sicher, dass es sich nicht um die Handschrift einer Frau handelt. Sie nehmen an, es sei die Handschrift eines instabilen Mannes, der zittrigen Schrift mit diesem Alice im Wunderland-Stil zu urteilen. Es ist mir ziemlich egal, was sie denken, aber ich glaube nicht, dass es meine Freundin war. Die Briefe wurden immer wahnsinniger, und 2 Tage später kam das an. Ab diesem Punkt stand ich unter Polizeischutz. Ich blieb vorerst im Haus meiner Freundin wohnen, da ich dort nie alleine war, und jede Stunde fuhr ein Streifenwagen vorbei, um die Lage zu überprüfen. Außerdem fingen sie morgens den Postboten ab und befragten ihn noch einige Male. Aber er hatte damit nichts zu tun. Er machte nur seinen Job. Er weiß ja nicht, was er austrägt. Mehr Briefe kamen an. Die Polizisten waren dazu verpflichtet, sie mir zu zeigen. Sie waren alle vollgekritzelt mit irgendwelchem verrückten Scheiß darüber, dass er sein Haus zurückwolle. Schließlich entschied ich mich dazu, zu meiner Vermieterin zu gehen und meinen Mietvertrag zu kündigen. Ich zog aus. Ich bin nicht länger Mieter dieses Hauses. Es ist wieder ihres. Ich plane zurück in meine Heimatstadt zu ziehen. So sehr mir die schlechten Erinnerungen auch schmerzen, fühle ich mich fast, als würde es mich beruhigen, in der Nähe von Renés Grab zu sein. Meine Familie würde mir helfen, mich dort erneut zurechtzufinden, und bis dahin würde ich im Haus meiner Freundin wohnen. Es vergingen ein paar Wochen und es kamen immer mehr Briefe. Tatsächlich fing ich an, mich ein wenig zu beruhigen, da die Briefe schließlich alles waren, was passierte.
Bisher wurde niemand verletzt und Raymond hat sich auch nie gezeigt. Die Polizei meinte, die Nachbarschaft scheint sicher zu sein. Niemand Verdächtiges hier. Sie suchen ihn immer noch, aber ohne Erfolg. Dann bekam ich einen weiteren Brief. An Weihnachten. Nun, so sehr es mir auch wehtut, ich muss euch etwas über den Unfall meiner Frau erzählen. Der Unfall passierte mitten auf einer Kreuzung. Es waren 5 Leute in dem Auto meiner Frau. 4 von ihnen starben. Das Auto wurde von 2 anderen Fahrzeugen gerammt, die die Kreuzung überquerten. In einem saß eine junge Frau, die ebenfalls starb. In dem anderen ein Mann, der überlebt hat. Insgesamt waren 7 Leute in den Unfall verwickelt. Nur 2 überlebten, aber die Freundin meiner Frau hatte eine Schädelfraktur. 2 andere Mädchen hatten ebenfalls starke Kopfverletzungen. Die junge Frau aus dem anderen Fahrzeug hatte massive Verletzungen am Torso. Ihr Brustkorb wurde eingedrückt und die Rippen punktierten ihre Lungen. 2 der Freunde meiner Frau wurden aus dem Wagen geschleudert und verbluteten auf offener Straße. Der Mann konnte glücklicherweise vor dem Unfall bremsen und hatte nur ein paar Prellungen. Dies sind die Einzelheiten, die bis Weihnachten nur ein paar wenige andere Leute kannten. Dann kam dieser Brief. Er war eine Anspielung auf ein englisches Weihnachtslied. On the seventh day of Christmas, my true love sent to me. 7 gebrochene Rippen, 6 blutende Körper, 5 tote junge Mädchen, 4 Alkoholleichen, 3 zertrümmerte Schädel, 2 Blutlachen und einen neuen besten Freund für mich. Ich weiß nicht, wer krank genug wäre, mir so einen abgefuckten Brief zu schicken. Aber ich werde es herausfinden. Ich halte euch auf dem Laufenden.